ETF MT 240. Im Dezember 2014 wurde der erste Bella Z 75710 präsentiert, seitdem gilt er als der größte und schwerste Muldenkipper der Welt. Im Jahr 2018 wurde jedoch ein Prototyp eines Lastwagens gezeigt, der diesen Rekord schlagen kann. Derzeit ist seine Entwicklung in vollem Gange. Die Neuheit wurde vom slowenischen Unternehmen ETF Mining Equipment präsentiert. Ein einzigartiges Merkmal dieses Fahrzeugs ist seine modulare Bauweise. Jedes der Module kann sich unabhängig voneinander bewegen und in Kombination bilden die Fahrzeuge einen Straßenzug mit einer Tragfähigkeit von bis zu 870 Tonnen. Zum Vergleich, die Hebekraft des Bella Z 75710 Muldenkippers beträgt 450 Tonnen. ETF MT 240 hat außerdem weitere interessante Funktionen. Dem Hersteller zufolge sei das Fahrzeug beispielsweise um 25% sparsamer im Verbrauch, während seine Produktivität um 12% steigt. Der MT 240 verfügt über ein Allradchassis, wobei jedes der fünf Radpaare regulierbar ist. Um ein derart riesiges Fahrzeug zu fahren, sind gleichzeitig mehrere Motoren in Betrieb. Die Reparatur- und Wartungskosten werden ebenfalls reduziert. Die Ingenieure haben das Fahrzeug so entwickelt, damit der Austausch des Motors, Getriebe, Rahmen, Aufhängung und andere Elemente schnell und einfach erfolgen kann. Liebherr P995. Pontonbagger sind spezielle Maschinen, die speziell für den Einsatz auf See konzipiert sind. Die Amphibienbagger, wie der auf dem Bildschirm, werden von der deutschen Firma Liebherr hergestellt. Sein Arbeitsgewicht beträgt 380 Tonnen. Das Volumen der Schaufel variiert zwischen 8,5 und 18 Kubikmetern. Die maximale Grabtiefe beträgt 26 Meter. Der erste Bagger dieses Typs wurde 2004 in Betrieb genommen und hat sich seitdem als wirtschaftlich und leistungsstarke Maschine etabliert, die vielfältigen Aufgaben im Wasserbau erfüllt. Am häufigsten wird der Liebherr P995 auf einem Ponton auf Stützen befestigt. Im Inneren der Maschine befindet sich ein Dieselmotor mit einer Leistung von rund 2350 PS. Mammut PTC 200DS. Das niederländische Unternehmen Mammut stellt riesige und auffallende Lasthebemaschinen her. Die Aufgabe der Ingenieure ist die Entwicklung von Maschinen, die die Produktivität steigern und die Fracht effektiv heben und befestigen. Der Ringkran PTC 200DS wird eingesetzt, wenn übergroße und schwere Objekte in beengten Umgebungen bewegt und befestigt werden müssen. Zu den bemerkenswertesten Merkmalen gehören eine hohe Tragfähigkeit von 5000 Tonnen, eine große Auslegerreichweite, eine flexible Konfiguration, eine relativ schnelle Mobilisierung und Kompaktheit. Die Größe des Ringsockels kann je nach Baustelle und Aufgabenbereich variieren. Sein Durchmesser kann sowohl 30 Meter als auch 41 Meter betragen. Um diesen Kran für die Arbeit vorzubereiten, werden normalerweise 3 bis 6 Wochen benötigt. Das Gewicht der Spezialausrüstung beträgt 6125 Tonnen. Obwohl solche Kräne schon 2011 in Produktion gingen, wird das Modell noch immer verbessert. Im Jahr 2018 konnten die Ingenieure beispielsweise eine verbesserte technische Leistung erzielen. Nun kann der Kran massive Lasten mit einem Gewicht von etwa 2000 Tonnen heben. Bisher konnte so ein Gewicht nur dann gehoben werden, wenn es in Abschnitte geteilt wurde. Liebherr T284.
Im Jahr 2004 begann die Firma Liebherr mit der Produktion seiner T282 Muldenkipper. Das Modell erwies sich als sehr erfolgreich und war so beliebt, dass man beschloss, einen neuen, ähnlichen Truck zu entwickeln, der seine Tradition fortsetzen würde. So entstand der Liebherr T284. Er wurde erstmals auf der Main Expo 2016 gezeigt und ist der einfachste, aber zugleich der stärkste Vertreter in der Klasse der superschweren Landbagger. Das Fahrzeug hat ein relativ geringes Gewicht von 600 Tonnen und eine Nutzlast von bis zu 363 Tonnen. Obwohl sich im Inneren ein Dieselmotor mit einer Leistung von 4000 PS befindet, zeichnet sich der Liebherr T284 durch einen niedrigen Kraftstoffverbrauch aus und erfüllt die Umweltstandards. Der Hersteller behauptet, die Maschine sei so konstruiert worden, damit auf einer Baustelle mit einer kleineren Anzahl von Wagen die Arbeitsvorgänge weniger Zeit benötigen. Bertha. Das ist die größte Tunnelbohranlage der Welt. Im Jahr 2013 nahm Bertha seine Arbeit in Seattle auf. Die Aufgabe bestand darin, einen 2,8 Kilometer langen Tunnel zu bohren. Die Arbeiten begannen im Juni 2013 und man ging davon aus, dass sie im Dezember 2015 abgeschlossen werden. Aufgrund unvorhergesehener Probleme kam es jedoch zu einer Verzögerung von 2 Jahren. Daher wurde die Bohrung erst im April 2017 abgeschlossen. Die Anlage wiegt 6100 Tonnen, sie ist 99 Meter lang und ihr Durchmesser beträgt 17,5 Meter. Das Prinzip ihrer Arbeit ist ziemlich einfach. Auf dem rotierenden Teil, dem Rotor, werden 260 Schneidezacken für verschiedene Zwecke installiert. Einige beißen in den Boden und zerstören ihn, andere bewegen sich und graben Felsbrocken aus, während die nächsten die gelöste Masse aus Erde und Steinen aufheben und sie dann zu einem Laderaum transportieren. Die Kapazität der Anlage beträgt 25.000 PS. Berthas Leistung ist beeindruckend. Sie kann sich innerhalb von 24 Stunden und 10 Meter fortbewegen. Der Tunnelbau ist nicht die einzige Aufgabe, die die Anlage erledigt. Neben der Bodenarbeit kleidet Bertha den Tunnel mit 60 cm starken Tübbings aus. Innerhalb der Röhre entsteht dann eine doppelstöckige Fahrbahn. Die Verwendung anderer Technologien würde in diesem Fall mehr kosten und noch mehr Zeit in Anspruch nehmen. Liebherr LB1680. Diese kompakte Drehbohranlage kann viele Aufgaben erfüllen und bietet viele Vorteile. Das Anwendungsspektrum beinhaltet Kellybohren, Endlosbohren mit Schnecke sowie Doppelkopfbohren. Die kompakte Bauweise garantiert einen einfachen, schnellen und somit wirtschaftlichen Transport sowie eine rasche Inbetriebnahme auf der Baustelle. Das LB1680 kann mit umgelegtem Mäkler inklusive Bohrantrieb auf einem Standard-Tieflader transportiert werden. Wenn das Bauobjekt eine Höhenbeschränkung aufweist, kann LB1680 mit einem verkürzten Mast ausgestattet werden. Das Leergewicht der Maschine beträgt 53 Tonnen. Die maximale Bohrtiefe beim Kellybohren beträgt 34,5 Meter. Zu den bemerkenswertesten Merkmalen zählt ein verwindungssteifer Mast. Dadurch ist die Anlage speziell für schwere Bauarbeiten ausgelegt. Hey Leute, Schluss mit Faulenzen, es ist Zeit, das Hirn aufzuladen. Willkommen bei Braintime. Unglaubliche Ereignisse der Vergangenheit, Gegenwart und sogar der Zukunft. Wissenswertes über Natur- und Tierwelt. Schockierende Fakten und ungelöste Geheimnisse. All dies und doch vieles mehr erwartet euch auf unserem Kanal. Abonniert uns, ihr werdet es nicht bereuen.